Willkommen zurück zu Minecraft Diversity 2. Es ist Zeit für ein Abenteuer. Zum zweiten Mal. Wir gehen jetzt in den Adventure Point Schrein. Und ja, es ist Zeit für ein Abenteuer. Hier die ganzen Dialoge spare ich mir. Ich gehe zurück zu dem, wo wir hingehen müssen. Nämlich, wir müssen hier 8 Druckplatten finden. Eine befindet sich hier in dem First Tower. Wie gesagt, ich weiß schon, wo was ist, beziehungsweise wo alles ist, weil ich die Map schon mal durchgespielt habe. Das habe ich zwar schon 100.000 Mal gesagt, aber es gibt einfach viel zu viele Leute, die nicht mit Folge 1 beginnen. Und gegen die hilft nur eines, es immer und immer und immer und immer wieder zu sagen. Und hier haben wir ein kleines Labyrinth mit den Blättern, wo ich mich jetzt ernsthaft verlaufe. Obwohl das nur so ein paar Abzweigungen hat. Das ist schon ein bisschen peinlich. Und hier haben wir Mirror Switch 1 von 8. Und das können wir in dem Laserraum benutzen. Und ja, jetzt haben wir eine Mirror Switch. Wir brauchen 8 Stück. Falls ihr noch nicht zugehört habt, sei es jetzt hier nochmal gesagt. Dann muss ich hier auch wieder dieses Mini-Labyrinth, wenn man überhaupt von einem Labyrinth reden kann, wieder zurückgehen. Und hier findet sich ein zweiter Mirror Switch. Aber ich hatte schon mal eine Fail-Aufnahme. Ja, ich habe sowas wie Fail-Aufnahmen, weil es mittendrin geleckt hat. Und dabei hatte ich auch den Fehler, hier habe ich ihn auch. Normalerweise, wenn man auf den Knopf drückt, wird dann hier das jetzt von einem Slime-Block zu einer Redstone-Lampe und die gegenüberliegenden Felder, also das hier auch. Und die Redstone-Lampen werden zu Slime-Block und dann muss man alles gleich auf gleicher Blockart kriegen und dann kommt man hier an den Dispenser ran. Scheint aber warum auch immer nicht zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Ich sehe es jetzt mal als Bug. Und darum mache ich Folgendes. Ich gehe in den Game Mode 1, hole es mir hier raus. Gehe dann wieder in Game Mode 2. Also ich habe jetzt keine Ahnung, warum das hier nicht geht. Aber es geht einfach nicht. Dann kann ich jetzt auch nichts tun. Oder verpeile ich nur irgendetwas. Also, mir ist es zum ersten Mal, dass das jetzt so ist. Also normalerweise funktioniert das ja so wie beschrieben. Und hier haben wir noch ein kleines Parcours. Das war voll grammatikalisch richtig. Yeah. Und dafür gibt es auch einen Mirror Switch. Autsch. Aua, ich muss mir immer wehtun. Aber wirklich. Aber zum Glück regeneriere ich auch ziemlich schnell. In den Ofen ist auch noch Mirror Switch. Sephi ist versteckt, wie ich finde. Aber ich meine, die Entwickler, die brauchen doch auch ihre Orte. Hier können wir übrigens aufmachen. Da ging es vorher nicht durch. Und hier können wir auch aufmachen. Und hier können wir auch aufmachen. Und die FPS-Zahl ist gerade ziemlich niedrig. Das ist auch der Grund, warum ich eben eine Fail-Aufnahme hatte. Aber sie war noch höher als vorher. Jetzt haben wir hier einen Komplex-Bug. Und mit dem können wir Nebel abbauen und Redstone abbauen, dass wir hier immer auf diese grünen Wollblöcke und auf diese Emerald-Blöcke setzen können. Und hier gibt es ein kleines Redstone-Rätsel. Beziehungsweise ein paar mehrere. Und ja, damit müssen wir halt durchkommen. Ich frage mich ernsthaft, warum es in diesem Bereich so sehr laggt. Das ist auch der Grund, warum ich ja eben die Fail-Aufnahme hatte. Für alle, die nicht zuhören. Beziehungsweise ja, eine alles nach einer gewissen Zeit vergessen. Ich weiß nicht. Jedenfalls haben wir dann hiermit
dann dieses Signal angemacht. Hier ist mit den versperrten Repeatern, da kennen sich manche nicht so gut aus. Also wenn ein Repeater versperrt ist, also hier ist er jetzt versperrt, der wird jetzt immer nur dieses Signal senden, also dass es an ist, obwohl hier nichts da ist. Das liegt daran, dass es versperrt ist. Und das liegt daran, dass hier jetzt dieser Repeater an ist. Ist er aus, ist das entsperrt. Was ich auch mal schnell zeigen kann. Also jetzt hätte ich ihn entsperrt und das Signal geht aus. Man kann es aber natürlich auch so negativ, wenn man es überhaupt so sagen kann, sperren. Nämlich jetzt funktioniert gar nichts, weil das ja gesperrt ist. Das heißt, das Signal bleibt aus. Das heißt, ich kann den Komplex-Bug, beziehungsweise den, ist jetzt den Komplex-Bug und den Lever nehmen und dann hier wieder das Signal sperren lassen. Dann ist es gesperrt. Und für Leute, die es noch nicht wussten, habe ich es jetzt mal versucht zu erklären. Ja, und die anderen, die wussten es ja schon vorher. Für die habe ich es nicht erklärt. Hier ist genau dasselbe Prozedere mit den Sperren und Entsperren. Das hier machen wir mal an. Ja, und das jetzt hier bleibt auch an, weil das hier gesperrt ist. Also auch so, es ist ja gesperrt. Ich hoffe zumindest, dass es manche verstanden haben. Bitte, manche. Irgendjemand, bitte verstehe, was ich meine. Und was war hier nochmal verlangt? Ah, ich glaube, ich weiß es. Nein, sowas nicht verlangt. Und mal, wo ist hier der zweite? Ah, hier ist der zweite MOLT-Hebel-Dings. Klar, so muss ich es jetzt sperren. Alles klar. Dann geht's hier weiter. Ist eigentlich genau dasselbe. Nochmal verlangt. Keine Ahnung wieso. Das ist aber nun mal so. Jetzt können wir hier durch. Und hier müssen wir die MOLT-Levers mitnehmen, damit wir jetzt hier weiter können. Und dann noch einmal schön die Pistons ausfahren lassen, haben wir einen Mirror Switch als Belohnung bekommen. Und warum auch immer ich jetzt weniger Lags habe. Das ist nice. Aber ich darf sowas nicht sagen, denn ansonsten kommen sie ganz schnell wieder. Hier in diesem Bild ist auch nochmal ein Geheimversteck. Und hier ist ein Tower mit einem Knopf. Und jetzt müssen wir ganz schnell hoch. Beziehungsweise wir dürfen uns ruhig Zeit lassen, aber nicht zu viel. Wir müssen schnell hoch. Jetzt waren wir schnell genug. Und wenn wir es nicht schnell genug wären, wäre das passiert. Und wir können die Truhe nicht öffnen, weil hier ein Block darüber ist. Macht Sinn, oder? Und jetzt fallen wir mal nach unten. Das ist übrigens eine Methode, mit der man keinen Fallschaden erleidet. Hier ist auch nochmal ein Mirror Switch. Nun haben wir alle 8. Und können jetzt damit in den Mirror Room. Das ist eine tolle Sache. Jedenfalls können wir dann hier auch ein paar feine Rätsel machen. Das eigentlich kein Rätsel ist. Jedenfalls müssen wir immer hier diese Dinge ausschalten. Indem wir das Signal. Ja. Verleiten lassen, wenn wir auf die Druckplatten treten, ändert sich halt die Richtung der Treppe und da, wo sie hin zeigt, wird das Licht gebrochen. Also in dem Fall wird es jetzt nach da gehen. Das ist eigentlich kein wirklich gutes Rätsel, aber wenn die Entwickler so meinen, hier noch ein Bug, wir können hier resetten und das hier bleibt dann einfach stehen. Nicht wirklich der überkrasseste Bug, aber irgendwie muss es doch Bugs geben. Wenn ich jetzt einmal auf heil mache, was passiert dann? Ich sollte vielleicht vorher mal ändern, damit es überhaupt mal geht. Es
geht dann trotzdem. Ich find's nice. Dann noch das ändern. Und nochmal Fire. Und dann haben wir alle vier aktiviert. Und nun können wir uns hier teleportieren lassen, wenn wir uns hier reinstellen. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Wir sind nun in einem dunklen Raum. Und hier ist die Orange Essenz. Die müssen wir behalten. Wenn wir die verlieren, sind wir gedoomt. Und hier können wir uns ein paar Sachen holen. Wir werden uns ausrüsten. Anders als in Diversity 1. Wenn wir das hier auch jetzt wirklich mal gebrauchen. Also ich muss gucken. Ja, das ist natürlich stärker. Hier haben wir einen Bogen mit Schlagverzauberung und hier Speedhorn hat Dings. Und das hier kann verzaubert werden, aber schon die Speedhorn hat Dings. Wir kriegen schnell. Mensch, wo ist mein Fehlern? Und hier haben wir einen Orangebogen mit Flame. Das ist ja. Das ist. Keine Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall toll. Und nun wird Zeit für die ersten Mobs. Vielleicht schaue ich mir doch erstmal das Schwert, denn die Mobs sind hier noch ein bisschen easy. Naja, noch können wir hier nicht viel tun. Wir sind jetzt hier eigentlich praktisch genau in demselben Raum, nur halt eben, dass es hier ein bisschen mehr Mobs gibt. Und warum kann ich nicht springen? Naja, kann verstehen, wer will. Ich esse mal hier rohes Hühnchen. Großwünschen isst man doch gerne. Oder? Dann geht es auch hier hoch. Und nun haben wir hier ein ganz wichtiges Item. Und zwar ein Whiftmender. Das ist einfach erklärt. Mit dem Whiftmender können wir Blöcke bauen. Und zwar Spawner. Dann, nämlich nur so, können natürlich hier die ganzen Skelette erscheinen, da wir jetzt den Spawn entfernt haben. Ja, können auch keine mehr kommen. Es können auch so welche kommen, indem sie spawnen, aber das ist ja eher selten. Darum mache ich jetzt hier mal alles kalt. Nein, du wirst mich nicht töten. Irgendeiner wird mich jetzt sowieso töten. Und mit diesem Hebel, beziehungsweise mit dem Key, also Schlüssel. Oh, der ist jetzt, ich meine, ich hätte doch gerade eingesehen, unsichtbar war. Komisch. Jedenfalls weiß ich ja auch ungefähr, wo ich lang muss. Ja, auch noch mal bitte entfernen. Wie gesagt, hier können die auch spawnen. Was haben wir hier? Genau, selber das sind hier diesen unsichtbar. Man kann es nur an dieser Hacke kennen, also eine Waffe sozusagen. Lass mich nicht zu kalt. Spawn entfernt. Das war knapp. Ich meine, jetzt würde was ganz Mieses kommen. Oh ja, Creeper. Die explodieren schneller als normale Creeper. So viel kann ich ja schon mal verraten. Ich weiß nicht, ob Blocken beziehungsweise was bringt. Eigentlich bringt schon was. Oh, ist das Wasser weg. Das ist prima. Habe ich mich gerade erschrocken, oh mein Gott. Ja. Da sind wir weg. Gestorben. Des Opfers. Na, mal gucken mit den Creepern, ob wir das hinkriegen. Das stinkt schon. Hey, du willkürlich gespawntes Skelett. Ich ignoriere dich mal. Na, ich mag hier diese Speedrunner-Dinger. Speedrun ist übrigens auch ein Spiel. Das ist nichts mit Minecraft zu tun. Hat es laggt ein bisschen. Erstmal mal die Spawner entfernen. Ich denke, das ist gut. Dann können nämlich keine neuen mehr nachkommen. Wie schon gesagt, das ist gut.
Und uns einfach schnell in den Kiem und dann fertig machen. Oh Mann, wie viel Schaden machen die? Am besten nicht drunter fallen, was durch die Legs schwierig sein kann. Aber natürlich nicht muss. Und dieser Knopf hier bringt fast gar nichts. Nice. Beziehungsweise nicht nice. Keine Ahnung, ob ich es nice finden sollte oder nicht. Ah, oh Mann. Tut mir leid für das Schimpfwort. Das sind Emotionen. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt gehört habt, weil ich es viel mehr genuschelt habe. Ach, du Kackskelette. Wie bin ich gestorben, Mann? So, und wenn wir hier in die Truhe öffnen, seht ihr schon Checkpoint. Und weiter geht's. Ich beende mal den Part noch nicht. Ich bin ein gutmütiger Mensch. Ich beende noch keine Parts. Aua. Hier können wir die ganzen Hebel aktivieren, dann können die Mobs nicht mehr spawnen. Was haben die hier für eine Range? Was haben die für eine Explosionsrange? Das ist ja mal mega OP. Ja, weniger Skelett habt ihr nun auch nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Overpowered. Nö, nö. Aber zum Glück habe ich hier das gute Eisenschwert. Das ist kein Stichschwert, das ist ein Eisenschwert. Das sollte man normalerweise wissen. Jetzt bin ich doch mal in Ruhe. Kann ja auch immer die Knöpfe aktivieren. Oh, Checkpoint. Nice. Mit diesem Checkpoint habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, Verbrennungsschwert sind böse. Das ist böse. Und dann mich verfolgt was. Weg hier. Mich verfolgt was. Nein. Oh nein. Schnell abliefern. Dann müssen wir nämlich die Orange-Dings reinwerfen. Nun kriegen wir die Wolle, fallen warum auch immer in den Tod, uns wird die Wolle weggenommen und fast eine Millisekunde später kriegen wir wieder eine neue. Ist das nicht logisch? Nachvollziehbar. Und ja, das war's jetzt auch mit dieser mit diesem Wollstück. Auch interessant, wie ich noch vor 2 Minuten gesagt habe, ich mache mal ein paar bisschen länger, weil es doch noch etwas dauert. Jetzt auf einmal schon geschafft. Naja, im nächsten Part gibt es Parkour und danach gibt es das Boss Battle. Natürlich gibt es ein Boss Battle erst am Schluss. Man kann es auch am Anfang machen. Aber bei mir gibt es erst am Schluss, beim nächsten Mal Parkour. Wie gesagt, ciao Leute.